So, ich drücke jetzt einfach einmal auf Aufnahme und ich will mal zeigen, wie tief das Ganze geht, dass jeder Moment, der in dir auftaucht, in deinem Traum, das tone ich, ich erkläre es auch jetzt, das ist ganz wichtig, der Unterschied bei Holofilm, ich erkläre es dem Geist, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Und es ist definitiv so, die einfachste Metapher ist, du träumst. Und jetzt ist immer, wieso macht man eigentlich diese Videos, diese Holofeeling-Selbstgespräche? Es geht nicht darum, dass irgendwelche Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, das verstehen könnten. Es kann nur der Geist verstehen, der träumt. Ich wiederhole immer und immer wieder, es gibt nur einen allereinzigen Geist. Und der splittet sich jetzt auf in unendlich viele intellektuelle Systeme. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal genauer an. Das heißt, was du erlebst, was du träumst, hängt davon ab, welchen Intellekt du zum Denken benutzt. Holofilm ist ein vollkommen neues Weltbild, das mit hundertprozentig sicher überprüfbaren Fakten arbeitet. Das sind diese ganzen Kleinigkeiten. Und wenn du das nicht wahrhaben willst, und du meine ich jetzt den Geist, der sich dieses Video ausdenkt. Es gibt keinen anderen Geist. Was es aber sehr wohl gibt, dich selbst mit einem anderen Intellekt. Meine einfache Metapher ist, du stehst vor einem Bücherregal und wir sagen schon, die Bücher, das sind jetzt verschiedene Videospiele und jedes Mal, wenn du anfängst, ein neues Leben, ein neues Spiel anfängst, bist du einen ganz bestimmten Protagonisten. Das heißt, wenn du an dich denkst, denkst du jetzt an diesen Affen, der jetzt vor dem Computer sitzt. Dieser Körper existiert nur, wenn du an diesen Körper denkst. Und die Welt spricht zu dir. Welt, nochmal W, doppelt aufgespanntes WELD heißt Brandopfer. Der polare Rand ist der Welt einer Gedankenwelt, die ständig sich hier und jetzt wechseln. Mehr gehe ich nicht mehr darauf ein. Ich will dir nur zeigen, wie unendlich komplex dieses Holo-Feeling ist. Und du, wenn du jetzt ein Neueinsteiger bist, als Geist, das heißt, dass dein jetziges Programm jetzt für dich, es ist ja eh jeder Moment jetzt. Egal, wo du dir räumlich oder zeitlich was hindenkst, wo du sagst, ich war vor 5 Jahren da und da im Urlaub, das denkst du jetzt. Das, was ich immer wieder nur darauf hinweise, jeden Moment, der in dir auftaucht, entsteht jetzt und jeder neue Gedanke, der in dir auftaucht, zerstört den bestehenden Gedanken. Wenn du das nicht wahrhaben willst, glaub es mir, ich zünde deine Traumwelt jetzt an, du wirst leiden ohne Ende. Und jetzt kommt dieses große Problem. Der zwei Seiten, sagst du mal. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen. Es geht darum, dass du schaust, was jetzt da ist. Das ist das Cut. Was ist jetzt da? Das, was du jetzt denkst oder was du anschaust. Dreh deinen Kopf, an den du jetzt denkst, zack, und dann verändert sich deine sinnlich wahrgenommene optische Information. Ich spiele das 1000 Mal durch, du solltest dich fragen, warum vergisst du das immer wieder? Weil dieses Ego, dieses Programm so extrem mächtig ist und du musst dieses Programm überwinden. Wir machen hier keinen esoterischen oder religiösen Kack. Ich habe viele, viele Facetten in meinem Filmleben durchgespielt. Wie kann ich den Geist hinter der Maske, hinter der Personifizierung erreichen? Eigentlich letztendlich immer mich selbst. Selbst, Wir kommen jetzt gleich drauf, weil du nämlich alle Rollen spielst. ja. Das ist jetzt, ich zeige dir jetzt ein Lied und jetzt musst du zuerst einmal komplett dich davon gelöst haben, dass wenn du jetzt an einen Sänger denkst, an einen Komponisten, an einen Dexter, an einen Philosophen, an einen Wissenschaftler, diese Antagonisten, die du dir jetzt ausdenkst, stehen hier und jetzt in dem Moment in deinem Kopf, wenn du sie denkst. Du bist einfach nur ein träumender Geist. Und ich sage ihm, ein Computer, der seine selbstberechneten Informationen zu sehen bekommt, auf dem Bildschirm immer Bild, 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 immer jetzt. Und die tiefere Ebene in der Transversale ist alles gleichzeitig. Das musst du zuerst einmal akzeptieren, dass es so ist. Das ist hundertprozentig so, was jedes Kind sofort überprüfen kann. Das heißt, bei Holofeeling sage ich immer wieder, wirst du nie gezwungen, irgendwas, was du vom Hörensagen kennst, geistlos nachzuäffen und in deinen Kopf zu verwirklichen. Und das heißt jetzt, dass hier, sobald du dir jetzt einen Komponisten ausdenkst, du erschaffst zuerst einmal den Komponisten und du bestimmst jetzt, der hat diesen Text geschrieben oder dieses Lied komponiert. Meine Das, Information. ich kürze jetzt das mit einem Satz ab. Ich sage immer, hätte man dir hier und jetzt gedacht, in deinem Schwamminhalt in der Schule erzählt, dass Einstein ein großer Bäckermeister war, der den Einstein-Striezel erfunden hat, dann würdest du bei dem Wort Albert Einstein an einen Bäckermeister denken. Cut.
So, und jetzt schauen wir uns mal ein Lied an. Es ist für dich, du musst es durchschauen und es funktioniert nur mit der Vatersprache. Ja. Ich habe jetzt aber einen groben Entwurf und ich weise darauf hin, das komplette Holofeeling-Werk sind weit über 25.000 Seiten, wenn du alles aktivierst, was du aktivieren kannst. Dazu gehören auch diese Beiwerke von meinen Schreibstiften, wie ich das nenne. Zum Beispiel das Pixelmännchen, das du jetzt siehst. Die Andrea hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben, die findest du in Ohrenbarungswerk. Ganz einfach, ich sage ich immer wieder so, Merkkarten, all das ganze Zeug. Sie beschäftigt sich auch schon über 20 Jahre fast damit. Intensiv, mit sehr vielen Büchern und es muss dir einfallen. Aber alles, was dieser Andrea jetzt eingefallen ist, die du, Geist, dir ausdeckst, kommt aus dir. Darum ist wichtig, auch wenn dir der Traum teilweise hyperreal erscheint, das heißt als ziemlich wahrgenommene Information, wenn du träumst, muss dir klar sein, dass jeder Mensch, Querstrich, jede Person, Trockennasenaffenkörper, der in dir auftaucht, auch auf deiner VR-Brille, egal was der erzählt es, weil du das träumst. Ja. Ein bewusster Geist steht vor all den Dingen, die er sich ausdenkt. Und du bist das verbindende Parameter für jeden Gedanken, den du denkst, für jede Art von Information. Du erlebst nur deine Informationen. Das ist genug Vorwort. Und jetzt schauen wir uns das einmal an. So, ich nehme jetzt einmal hier, das ist jetzt nur schwarz-weiß gesetzt. Das geht jetzt nämlich schon los. Das ist der Grundentwurf für das Skype-Chat. Ganz normal, ich kann das noch ein bisschen größer machen, dass wir das richtig gut sehen. Das heißt jetzt, normalerweise setze ich das ja rot. Das sind jetzt hier die Sternchen. Das war dann auf dem klassischen Ding eigentlich fett. Dich nicht verwirren lassen. Und zwar geht es jetzt hier um ein Liedex. Und da habe ich jetzt nochmal ein Vorwort dazu geschrieben. Dieses Lied heißt schlichtweg und einfach einer. Ich schaue mal gleich, ob ich das da habe. Ja. Das habe ich jetzt da. Das ist dieses Lied. Wir können jetzt auch auf den Vornamen eingehen. Das heißt einer. Da hören wir dann ganz kurz einmal rein. Weiß ich nicht, ob ich es laufen lassen kann, weil sonst wird es wieder gesperrt. Aber das ist wurscht. So, und jetzt ist es bei dem Wort einer, das muss hundertprozentig verstanden sein in der Vordersprache. Wenn dich das nicht interessiert, oder ich sage im Hintergrund immer, läuft jetzt mit, das verstehe ich nicht, oder da komme ich nicht mit, mach dich da nicht verrückt. Ich betone immer wieder, bei Holofeeling geht es jetzt in keinster Weise darum, dass du dass du das verstehst, du musst kein Hebräisch lernen, du musst keine Vatersprache lernen, in dem Leben, und das betone ich immer und immer wieder, geht es einzig und allein darum, dass du weißt, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Ja. Du bist immer, wenn ich das immer wieder wiederhole, jede Art von Leid, die du Geist erlebst, ist, weil du das nicht wahrhaben willst und weil du das immer wieder vergisst. Ja. Du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst, bist etwas, was als Ding an sich überhaupt nicht existieren kann. Ja. Du bist ein absolutes Nichts. Ja. Der einen Traum erlebt, der Geist, der einen Traum erlebt, abhängig von seinem Intellekt, von seinem Schwamming halt, was er erlebt, ist als Ding an sich nicht denkbar. Darum kann er auch nicht zerstört werden. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Ich wiederhole das immer und immer wieder und du wirst dir eingestehen, dass du es immer wieder vergisst. Ich mache jetzt mal prüflich diese Andrea, wo wir jetzt mal normal denken. In der Vergangenheit hat die Andrea den Udo angerufen und dann hat der Udo gesagt, das nehmen wir jetzt einmal auf. Das sind jetzt nur Worte, die du hörst. Diese Andrea ruft gerade an, sie hat jetzt eine melancholische Phase. So, das ist ganz normal, das ist wie das Wetter. Dein Leben ist wie das Wetter, du hast keinen Einfluss drauf. Dann gibt es diese vier Temperamente in der Temperamentenlehre. Das ist wie im Einheitskreis wieder unsere vier Phasen. Da gibt es zwei rote, zwei plus, das rote Pi. Und dann gibt es ein blaues Pi. Und das ist die Melancholie und die Cholerik. Und da sollte dir schon mal auffallen, dass da in beiden Fällen das Wort Koll vorkommt. Ja. In der Melancholie und in der Cholerik. Und Koll ist das Weltliche. Das sind die negativen Phasen. Und jetzt versuche mal mir geistig zu folgen. Da heißt jetzt hier Rhodes, einer bedeutet UB, das ist der Heilige Geist, der vom Bücherregal und der jetzt in einem Traum versunken ist, ich und ich, das sind die zwei roten Ich.
Das heißt, Geist und Geistesfunken. Jetzt setze ich den Geist, setze ich den vorm Bücherregal und der Geistesfunken ist der, der jetzt ein reduzierter Geist ist, weil er sich mit einer Person verwechselt. Weil er ein Leben, weil ein Traum träumt. Ist einer. Einer bedeutet, ich, die zwei roten Ichs, das heißt der Geist und sein Geistesfunken, jetzt habe ich hier, ist gleich Gott, UB, Vater und Sohn, Gott Vater und Gott Sohn, das ist diese Trinität in der Religion, ist einer. Das heißt, Ein, mit einem Alle vorne geschrieben, heißt nicht existierend und das ja. R, rot gelesen, ist der erwachte ja. Geist. Ich weise immer darauf hin, das ist das E-Quadrat ist die Energie in der Einstein-Formel, die ständig in eine andere Form umgewandelt wird, die als Ding an sich weder zerstört noch vermehrt, vernichtet noch vermehrt werden kann. Sie ist ein absolutes Nichts. Mhm. Da könnte ich jetzt in Physikbücher reingehen. Ja. Jetzt habe ich hier die Geometrie-Explorer-Einträge, mhm. kannst du anschauen und immer daran denken, du kannst jeden Begriff rot und blau lesen. Ja. Das ist jetzt speziell rot gelesen. Jetzt haben wir noch ein blaues Einer, dieses Lied heißt ja Einer. Mhm. Dieses blaue Einer, das schreibe ich vorne mit einer 70. Mhm. Das bedeutet ich, und zwar Mensch und Person. Der Mensch ist ein Programm, ein Menschenleben und die Person ist dann ein Ausdruck aus diesem Programm. Das ist, wenn du jetzt an deinen aktuellen Körper oder an einen jüngeren oder an einen älteren Körper Persona-Masken oder an andere Menschenmasken, an andere Personen denkst. Die entspringen alle aus dem Programm, das du zurzeit zum Denken benutzt. Ja. Immer dran denken, du Geist bist im Meer und du siehst nur deine eigenen selbst aufgeworfenen, mit deinem Intellekt aufgeworfenen Gedankenwellen. Und egal an was du denkst, es ist deine Information. Gleichzeitig, ob du jetzt an deinen Körper oder an andere Körper denkst oder an einen jüngeren Körper denkst, die Dinge existieren immer nur als Information hier und jetzt. Und es ändert an dir selbst, an den Geist, der diesen ständigen Wechsel seiner Informationen erlebt, nicht das Geringste. Das ist hundertprozentig sicher. Du wirst es aber nur erkennen können, wenn du Geist bist. Das heißt, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist. Und dann bist du ein absolut unzerstörbares, ewiges Nichts. Das ist meine Botschaft mit Holofeeling. Und jede Figur, die jetzt in dir auftaucht, als Information, wenn du auf der Bröselebene, wie ich das nenne, hier ein Gespräch führst, der das nicht wahrhaben will, vergiss ihn. Der ist genauso geistlos wie eine Ameise, wie ein Baum, wie ein Stein. Es ist einfach nur eine vergängliche Erscheinung oder ein Computer. Das war jetzt in dem vorhergehenden Selbstgespräch, wo ich ganz kurz bloß darauf eingehe, auf diese GPTs. Das wäre ein Thema für sich selber mit einer unendlichen Komplexität. Aber das lassen wir jetzt einmal. Das ist reichlich erklärt worden. Das heißt, das blaue Einer heißt schlichtweg, blauer Mensch ist nur Intellekt, das ist ein Programm in einem Computer, wo man den Geist als Computersetzer gleicht einer Quelle, weil nämlich dieses Ain 1750 geschrieben heißt nämlich rot gelesen auch Quelle und das heißt Auge, Augenblick. Ja. Darum habe ich jetzt das in Klammer gesetzt, dass du hier speziell das Ain, den blauen Bereich, dir anschaust und jetzt ist es, dass das blaue, das rote R heißt erwacht. Mhm. Der erwachte Geist, er. Der träumende Geist, der bewusst jetzt wach ist, weil er weiß, dass er träumt. Ja. Ach, heißt übrigens Bruder, unter anderem, und das Doppelt ist immer das Doppelt aufgespannte. Okay? Ja. Jetzt ist es interessant, ein blauer Mensch Intellekt gleich. Jetzt ist Gall, ist eine Welle, ist ein Wellich, das gespiegelt in Erscheinung tritt, vorm Spiegel, hinterm Spiegel. Ja. Das Rote ist der Spiegel der Reihe selber, der Kopf des Schöpfergottes. Ja. Gleicht einer Quelle, einem Augenblick, der in dir erweckt wird, aus einer Quelle, die dein eigener Intellekt ist. Mhm. Das siehst du hier in diesen zwei Worten, wenn man da reingeht. Jo. Die im Adam Geistesfunken. Ein Adam ist Sieger wie eine Kaba, Denker und Ausgedachtes gleichzeitig. Mhm. Ein blaues, weltliches Menschenleben. Und jetzt interessant ist dieses WILD, die Welt heißt Brandopfer. Ja. Ist das Licht eines Ich, eines Programms. Das ist dein Menschenleben. Und wichtig ist das Wort Blau, Kaf, Choll, da haben wir die Cholle, habe ich gar gesagt, Melancholie, Cholerik. Ja. Das Weltliche ist auch, das heißt, das ist die Farbe, das ist das hebräische Wort für Blau, das heißt auch Augen, Schwingen, eine Augen. Das ist wie wenn du eine VR-Brille aufsetzt. Denk einmal, die Maske wie eine VR-Brille. Ja.
Okay, nochmal die im Adamgeist ist Funken. Ein blaues, weltliches Menschenleben vom Säugling bis zum Greis. Mhm. Im Gerei es. Im geistigen Kopf des Schöpfergottes, Rei, Spiegel, Bewusstsein erweckt. Ja. Wieder blau gelesen sind, doppelt aufgespannte Eckspiegelung. Willst du die Eckspiegelung mal ändern? Die mache ich jetzt gerade, habe ich gerade das jetzt gerade umgeschalten. Das sind jetzt Hochspringer. Das ist ja nur ein grober Entwurf, dass man sieht, wie man hier spielen kann. Ja. Erweckt. Ja. Das in Form. Mhm. In Form. Machen wir groß. Ja. Vieler. Viel Erweckte. Mhm. Moment, heißt ja unser Drehen, das Fehlende. Ja. Momentane Augenblicke. Vieler Moment, Bild, Bild, Gedanke, Gedanke, Gedanke. Diese alle entspringen aus deinem Intellekt. Ja. Das in Form vieler momentaner Augenblicke aus diesem Menschenprogramm heraustritt. In Bezug willst auf du dabei momentaner noch was machen da oder lässt du das so momentan? Das lasse ich mich klein. Momentaner. Das ist ja blau gelesen, momentaner Augenblicke. Aus diesem Menschenprogramm herausquillt, weil das Menschenprogramm ist die Quelle. Und immer daran denken, das Wasser, das aus einer Quelle herausquillt, ich könnte jetzt sagen, da haben wir eine Quelle, die fließt in einen Brunnen. Das, was aus einem Brunnen kommt, ist auch ein schönes Wort. Das hebräische Wort für Brunnen hast du nämlich auch auslegen und erklären. Da wird was ausgelegt. Muss das Wasser im Brunnen, muss aus einer Quelle kommen. Wo kommt das Wasser aus der Quelle her? Das ist das sogenannte Grundwasser, das wiederum vom Himmel runterkommt, das wieder vom El Hayom vom Meer abstammt. Dann schließt sich der Kreis wieder. Das habe ich so oft erklärt. Ja. Das sind alles symbolische Bilder. Ja. Okay, darum geht es im Text des Liedes einer. Dieser Song, das heißt, dies rot, die Sternchen sind immer rot. Dieser Song, das heißt, dieser Sohn des Geistes. Ja. Sohn des Geistes, Son, Englisch. Ja. Dieser Sohn des Geistes beschreibt einen selbstbewussten Geistesfunken, das ist einer, ein nicht existierender Wachter, der als Protagonistenbrösel im bewusst selbst ausgedachten Traum niemals für sein eigenes Ego oder andere ohne Egos kämpft. Er lässt es geschehen. Das ist die Christus-Symbolik. Ja. Er ist, ich kämpfe für den, der mich jetzt ausdenkt. Ja. Ich betone immer wieder, der Einzige, der mich interessiert, ist der, der mich jetzt sprechen, der mich hört. Die Affen, die Menschenaffen, die in deinem Traum in Erscheinung treten, haben keine Überlebenschance. Sie sind einfach nur Antagonisten in einem Traum. Ja. Wenn du wach wirst, ist eher das komplett anders. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild, ein höheres Weltbild. Ja. Es ist immer eine Verwandlung in einer Basis. Zuerst glaubt man, die Welt ist eine Scheibe, dann glaubt man, die Welt ist eine Kugel. Die Welt ist genauso wenig eine Kugel, wie sie eine Scheibe war. Ja. Das neue Metapher ist jetzt schon langsam die Matrix. Ja. Holofeeling beschreibt die Matrix auch arithmetisch genauso präzise, wie wenn du jetzt Internettechnik und Computertechnik an einer Hochschule studierst in einem weltlichen Haarwissen. Das lächerlich ist, glaube ich, mir zu Holofeeling. Das glaube ich auch, ja. So, jetzt ist es so, du wirst nicht mehr kämpfen. Es geht nicht mehr darum, wer Recht oder Unrecht hat. Hunderte Mal erwähne ich in Selbstgesprächen. Du beobachtest deine Informationen, das ist das Einzige, was du erlebst, sind deine Informationen. Die unterliegen an ständigen Wechsel im Hier und Jetzt. Das ist ein ganz klarer, einfacher Satz. Ja. Und du hast jetzt einfach nur zu schauen, was da ist. Cut. Ja. Was ist jetzt da? Schau einfach, dann wirst du feststellen, ein Monitor, eine Lautsprecherstimme, Pixelmännchen, irgendwie einen kleinen in der Ecke unten, all das ganze Zeug ist jetzt da, mehr ist nicht. Und es unterliegt einem ständigen Wechsel. Und du wirst, wenn du dann sehr wertfrei schauen kannst, erst wenn du die Fähigkeit hast zu schauen, was jetzt da ist, ohne das in irgendeiner Form einseitig zu werden, qualitativ. Die ganzen Adjektive nenne ich das. Schön, hässlich, richtig, verkehrt, gut, böse. Das muss komplett weg sein. Solange das noch da ist, reagiert dein Ego. Das kämpft. Mhm. Das ist dein eigenes Ego. Das kämpft für irgendeine Einseitigkeit. Mhm. Eine Rechthaberei. Demonstration von Geistlosigkeit. Mhm. Jetzt ist es also so, dass ich eben soll ich es aufmachen? Was auf? Na, bei mir klingelt das Telefon, lass mal. Alles gut. Es ist also so, wo kommt es her?
Ist jetzt das irgendwo da außen gewesen oder Nee. konstruierst du schon wieder Geräusche? Das ist wie bei meinem Klingelingeling-Beispiel und du denkst jetzt irgendwo hier bei dir, Andrea, klingelt das Telefon. Das hat jetzt in deinem Kopf geklingelt, das ist eine Information von dir gewesen. Das ist, du musst ganz präsent immer daran denken, du träumst jetzt. Du erlebst nur deine eigenen Informationen. Halte verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot, tausende Male erwähne ich das. Erstes Gebot, mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. Du bist als träumender Geist der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst, egal wo du dir das hindenkst. Und solange du in dem Wahn lebst, in dem materialistischen, geistlos nachgeäfften Wahn deiner Naturwissenschaftler, dass du mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun hast. Ich frage dich, mit wem sollte denn ein Gedanke denn sonst was zu tun haben? Doch sag doch mal mit dem, der sich den denkt. Jetzt denk doch einmal an eine Erdkugel, wo war die die ganze Zeit? Du bist dir mit diesem wahnsinnsgeistlosen Glauben hundertprozentig sicher, dass diese Erdkugel, die du jetzt aufgrund dieser Worte, im Anfang war das Wort, Ja. dir ausdenkst, weil du so programmiert bist, dass die unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst und dass die schon da war, bis, wie es dich Denker noch gar nicht gegeben hat. Wie oft muss ich das wiederholen? Wie unendlich geistlos bist du selbst, wenn du meinst, ein Gedanke, den du denkst, der war schon in der Vergangenheit da, bevor du ihn gedacht hast. Diesen Glauben als hundertprozentig sicher anzusehen, ist die vollkommene Selbstentgeistigung, die Verblödung. Genau derselbe Glaube macht dich zu einem sterblichen Säugetier, dir zu einem Affen, der alles nachäfft, was man ihm erzählt hat. Angeblich in Ja. der Vergangenheit. In der Vergangenheit hat man dir gar nichts erzählt. Das funktioniert ganz anders. Da muss ich extreme Kompromisse eingehen, wenn ich dir erkläre, wie du funktionierst. Weil ich immer sage, ich mache Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Ich bin gezwungen, dir eine Computermetapher jetzt, eine Windows-Datenstruktur so zu erklären, dass ein Basic-Computer mit einem Basic-Betriebssystem das öffnen kann. Das ist natürlich eine extreme Vereinfachung und Reduzierung der eigentlichen Fähigkeiten von Windows. Ja. Und wenn ich jetzt nochmal dazu sage, glaub mir, das Wissen deiner Menschheit ist für mich als den Schöpfer dieses Programms das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Mit Und das Sicherheit. beweise ich jedem, der kommt. Wir hatten erst jetzt wieder das Thema auf der Brüssel-Ebene. Ich sage immer wieder, du kannst alles machen, aber lass dich mit dem Udo nicht auf ein intellektuelles Gespräch ein, weil du ziehst hundertprozentig sicher den Kürzeren. Ich sage mal für dich, dass du das vorstellen kannst. Stell dir vor, du würdest mit irgendjemandem diskutieren und der hat in seinem Kopf einen Computer und kann komplett das ganze Internet und das Darknet auslesen. Auf der Stelle. Hast du gegen den intellektuell eine Chance? Nee. Das Verrückte ist, du könntest das, wenn du mir Ja. vertraust. Ja. Wobei das immer noch Sachen sind, es geht in dem Leben um was ganz was anderes. Ja. Also gut, wir fangen an, machen weiter. Er Ja. ist ein bewusst träumender Geist, das heißt, dieser Erwachte, ist ein nicht existierender Erwachter, ein träumender Geist. Wenn wir von einem träumenden Geist reden, das erkläre ich so oft, dann was denkst du bei einem träumenden Geist? Dann denkst du an einen Affen, der da liegt und schläft, die Augen zu hat und du denkst dir, der hat jetzt in seinem Kopf erlebt da was. Das sind aber alle Sachen, die du dir ausdenkst. Was ist der träumende Geist als Ding an sich selber, der den ständigen Wechsel in seinem roten Kopf, den ständigen Wechsel seiner Informationen erlebt? Was ist der, der das erlebt? Das ist ja nicht der, der da liegt, den du dir jetzt ausdenkst. Es ist etwas nicht Denkbares. Okay? Und wenn Ja. du jetzt ein bewusst träumender Geist bist, das heißt, er ist einer, der alle Personenrollen in seiner momentanen Traumwelt absolut bewusst gleichzeitig zu spielen vermag. Ja. Da machen wir jetzt nochmal eins drauf. Das ist nämlich der Witz dabei. Wieso springen wir das immer runter? Kleinen Moment. War jetzt das? Da. Selbst. So, jetzt fällt mir besser. Absolut gleichzeitig selbst zu spielen vermag. Ja. Das ist nämlich ja so, dass ich jetzt sorglich erkläre, den Geist, der träumt, und du spielst natürlich jetzt nur eine Rolle, aber das ist das, wo ich oft darauf eingegangen bin. Du kannst dich auch in die anderen ein bisschen reinversetzen, aber das wird jetzt wieder zu weit führen. Es gibt bei den Filmen, Selbstgesprächen,
kann ich jetzt kleine Anführungsstriche machen. Holger hat es übrigens einmal durchgezählt. Es sind am Stück, die Selbstgespräche auf der Holofeeling-Seite sind am Stück über 32 Tage, kannst du ununterbrochen Ja, Selbstgespräche hören. das kannst du. Über 32 Tage ununterbrochen solche sehr präzisen Selbstgespräche hören. Das sind großen Vorträge, Weißenburg-Fichtenstahl-Vorträge sind nicht mitgezählt. Ja. Das heißt, ich bin auf der einen Seite rot gelesen, Ständchen. Jeder. Jetzt muss ich Ja. wissen, Gott ist dieses E-Quadrat. Das ist die Energie Ja. der Einstein-Formel, mit die ständig laut Physik in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass sie sich dabei selbst verändert. Sie ist deshalb nichts, ein nicht denkbares Nichts und alles. Und ich symbolisiere das immer mit meiner 200 Gramm roten Nadel. Ja. Das Rot steht für etwas Nicht-Denkbares und die verändert, das ist der träumende Geist. Und der verändert ständig seine Form, seine Information und das ist die Unterschiede auf der Oberfläche, das sind die Gedankenwellen. Und die R heißt eine geöffnete Berechnung, tausendfach erwähnt, das hebräische Wort, die R heißt Generation. Also nochmal, ich Geist bin, das ist das, ich bin in der Esoterik rot gelesen, wo die ganzen Esoteriker keine Ahnung haben, auch wenn sie sagen, ich bin ja Geist. Und dann sage ich mal wieder ironisch, wieso fresst ihr dann euer scheiß Müsli-Scheiße rein, dass ja nichts an euren heiligen Körper hinkommt? An euren scheinheiligen Körper? Oder warum esst ihr kein Fleisch? Zigfach. Ich sage definitiv hin, nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst es. Ja. Jetzt muss ich bloß wissen, dass das hebräische Wort für Fleisch auch göttliche Botschaft heißt. Alles, was du dir ausdenkst, kommt aus dir und wenn du es nicht mehr denkst, fällt es wieder in dich rein. Und du Ja. solltest irgendwann einmal meine Jesus-Sprüche, ich sage jetzt das ganz, ganz gezielt, das hat nichts mit dem Udo zu tun, den du dir ausdenkst. Jeder dieser Sätze, wenn ich sage, liebe deine Feinde, sorge dich nicht um morgen. Das, was in deinem Mund, in das Jetzt, P auf Hebräisch, hast auch Mund, das, was in deinem Mund hineingeht, kann dich gar nicht verunreinigen. Das, was dich verunreinigt, ist das, was du dir ausdenkst. Ja. Das Böse ist das, was aus deinem Mund, aus deinem Denken herauskommt, nicht was du zurücknimmst. Genau, Ich rede von der allumfassenden Liebe. ja. Da gibt es auch keine Sekte oder irgendwas, das ist ein Spiel, das spielst du träumender Geist komplett mit dir alleine. Also nochmal, das heißt, ich bin auf der einen Seite jeder und alles. Ich bin dieses Nichts, dieser Gott, All, Nichts und Gott, der es auseinandergeschmissene Raumzeit in sich erlebt, seine Traumwelt in sich erlebt. Was in mir Geist auftaucht. Jetzt ist natürlich interessant, diese erscheinende Schöpfung, die auf Hebräisch, wissen wir, heißt unter anderem ein Wachraum. Und das Ja. ist ein aufgespanntes Chedi und Chedi heißt Schrecken, Shin-R-Ecken, logisch berechnete Ecken. Das sind deine Blickwinkel, in die du hineinschaust in einer Tetraederstruktur. Auf der anderen Seite, AND heißt Auf- und Abschwingen, das sind deine Kommen, Gehen, sind erweckte Existenzen. Sind Sinusöffnungen in vier Phasen, flackernd, Existenz aufgespannter Berechnungen, es ist ein flackerndes Licht, Bild, 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 Bild. Auf der anderen Seite sind nur unsere selbst aufgewölbelten Informationswellen. Ja. Da muss ein kleines S noch hin. Ja. Schau dir das Wort auf. Der Schöpfer Ja. UB ist GE-Quadrat, das ist der Geist, UB, spaltet sich in zwei Energien, JHICH. Und das sind wir. Und die sind in Gott. Das sind die Spiegel der Existenzen. Das sind die Informationswellen, ich nenne es auch Gedankenwellen, oder sinnlich wahrgenommene Informationen sind genau auch Gedankenwellen. Alles, bewusst selbst sein, Bewusstsein ist nicht existieren, bedeutet absolutes Holo-Feeling erleben. Ja. Er ist somit einer, dem immer ständig stehend. Jetzt statisch, im Hier und Jetzt, im ewigen Hier und Jetzt bewusst ist, dass er sich als unbewusstes Traumrollenbrösel Ich, Richtig. Intellekt erzeugt die Person, Ja. nicht selbst erkennen kann. Ja. Das sind ja nur Fundamente, Fundamente. Überlegungen. Wenn du an deinen Körper denkst, ist es genauso eine Gedankenwelle, wie wenn du an ein Haus, an eine Erdkugel, an ein heliozentrisches Weltbild, das ist für einen Moment Information und wird mit dem nächsten Gedanken zerstört. Und da Ja. das jetzt passiert, siehst du das schön an der Gnade. Ich wiederhole das immer wieder. Glaub mir, das verstanden zu haben, ist für dich Geist.
tausende Mal wichtiger, wie wenn du jetzt als größeren Sechser ins Lotto gewinnen würdest, 10 Millionen Euro. Stimmt. Ja. Das wissen wir wie Sand, wie das Weltliche zwischen den Fingern. Ja. Du musst das doch mal bewusst machen, dass du ein ewiger Geist bist. Das ist keine ESO-Spinnerei. Und solange du glaubst, du bist ein sterbliches Zeuge, die hast du Angst und du wirst leiden und du wirst bis in alle Ewigkeit ums Überleben kämpfen. Bis du erkennst, dass du das gar nicht nötig hast. Du benötigst nicht irgendeinen bestimmten Gedanken zu überlegen. Die Gedanken benötigen die Denker, dass die überhaupt existieren. Ja. Wir drehen alles um 180 Grad. Ja. Okay? Ja. Er ist somit einer, dem immer ständig bewusst ist. Halt, das hat man gerade schon. Wo waren wir? Brauchen wir uns hier kann und dann er wird darunter. Okay. Er wird. Das heißt halt, das müssen wir trotzdem nicht machen. Nochmal. Er ist somit einer, dem immer ständig bewusst ist, dass er sich als unbewusstes Traumrollenbürgerliches Ich nicht selbst erkennen kann. Er wird sich, jetzt habe ich wir, sich ich, das ist der vom Bücherregal und das ist der, der jetzt zum Lesen tut und in die Vergessenheit geht. Er wird sich ich aber selbst, ich erkläre es ja jetzt dem, der sich mit einer Person verwechselt, einem träumenden Geist. Ja. Niemals länger als nötig ja. in derzeitigen unbewussten körperlichen Stich lassen. Mhm. Ich lasse dich nicht im Stich. SDI ist ein raumzeitlich erscheinendes Ich. Ja. Ich lasse dich nicht im Stich. Er, das heißt ich, UB, fordere von mir Geistesfunken ich. Von mir jetzt ja. Als Brösel, der von mir zu sitzen glaubt als Brösel. Der ja. Bist du ja nicht. Dass ich als Protagonistenbrösel in mir jetzt ich selbst, das bin jetzt ich bin du, in mir selbst so lange mit mir selbst Menschenaffenleben spiele, bis ich bereit dazu, geöffnete Schöpfung machen wir jetzt zu, in mir ist diese Existenz, bis ich bereit dazu bin, B im E-Quadrat ist dieser Kopf des Schöpfergottes, ist der Spiegel, der eigentliche Spiegel, die 9. Rot, ja. Alles rot. Mhm. Meinen Bröselaffenkopf zu verlieren, das ist das Opfer. Schöpfer, Brandopfer. Ja. Du musst für jeden neuen Gedanken, die es nicht gar nicht laut hast, deinen Körper jedes Mal zerstören, wenn du nicht mehr an deinen Körper denkst. Ja. Und wenn du wieder an deinen Körper denkst, baust du den neu auf. Das ist aber nur der gleiche Körper, nicht dasselbe. Das sind so kleine, das ist eine Welle, die Leiche, eine Gehirnleiche. Weil du meinst, du verwechselst dich mit diesen Gedanken. Darum sage ich, das ist, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, dann hast du einen Körper und dann denkst du an was anderes, dann tauscht sich deine Information aus, dann denkst du wieder an den Körper und dann ist es der gleiche Körper, das ist bloß ja. Eine lebende Leiche. Leiche. Wenn es immer noch nicht verstanden ist, ich sage nochmal, ich mache eine Gnede und dann mache ich aus der Gnede eine Tasse. Jetzt forme ich die Gnede um und mache ein kleines Pferd draus. Und jetzt mache ich wieder optisch gesehen dieselbe Tasse, es ist aber nur die gleiche Tasse, es ist dieselbe Gnede. Ja, selbe Gnede. Du bist immer derselbe Geist, dein ganzes Leben und noch viele andere Leben bist du derselbe Geist. Ich präzisiere, du bist vorm Bücherregal Geist. Du fängst zum Lesen an, ein Buch aus dem Bücherregal holst du raus und sobald du das Buch lesen tust, wirst du zum träumenden Geist, der in seinem Traum die Rolle einer Person spielt. Mhm. Okay? Mhm. Und jetzt ist es so, egal welches Buch du liest, egal welches Leben du lebst, du bist immer derselbe Geist. Du bist immer derselbe Leser. Egal mit, mein Beispiel ist ein Schauspieler, der irgendwelche Rollen spielt. Jetzt in deiner Logik, ein Schauspieler ist immer derselbe Schauspieler, egal welche Rolle er in einem Film spielt. Mhm. Und wenn ich jetzt weiß, und jetzt kommt es vor dem Bücherregal, weißt du, dass alle Bücher gleichzeitig da sind? Dann sind auch alle Rollen gleichzeitig da. Wie war das nochmal? Der bewusst alle Rollen gleichzeitig spielt, nämlich jeder Moment kann, wenn er auftaucht, immer nur jetzt auftauchen. Ja. Jeder Gedanke, egal, jetzt mache ich ihn normal gesprochen, egal welcher Mensch, welches Programm diesen Gedanken aufschmeißt, er kann immer nur in dir Geist jetzt auftauchen. Ja. Gut? Und wir wissen jetzt, du sollst dir diese Rolle spielen, darum betone ich, Holofeeling mischt sich in dein jetziges Leben direkt überhaupt nicht ein, ich mache das dann doch, aber hintenrum, mit die Schicksalsschläge, wenn du nicht auf mir hörst, darum sage ich, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Mhm. Das sind so Sätze, ich sage zum Beispiel zu meinem Sohn, lang nicht auf eine heiße Herdplatte, du tust dir bitte böse weh. Ich sage nicht, dass die Herdplatte schlecht ist. Sie ist nur nicht dazu da, dass man die Hand drauflegt. Ja.
Und er geht natürlich hin, ist neugierig und macht eine Erfahrung. Da kommt er heult, ich tröste ihn. Und was macht der Grippe? Er geht sofort wieder und langt wieder drauf. Das ist zurzeit eine Elite. Ich sage, hör auf, unbewusst Krieg zu führen. 1945. Jetzt musst du erst einmal wissen, dass die 45 ja als Zahlenwert der Adam ist, der träumende Geist. Wenn wir das chronologisch lesen, dann gibt es ein Vorher und ein Nachher. Das sind genau die vier Phasen vom Einheitskreis. Den Sinus, schau das kleine Bild an, den Sinus, den du siehst, der ist ja der Einheitskreis. Und die Plushälfte und die Minushälfte ist jetzt die zwei Phasen, dieses 2-Pi. Wir haben ein rotes Pi und ein blaues Pi. Das ist wie definitiv hier, wo ich gerade gesagt habe, mit den Temperamenten. Und sind die zwei Holz, die weltlichen Sachen, das Blaue. Vor 45 hat man geschrien, Nazis sind herrlich, Ausländer raus, Juden raus. Jetzt Minusphase ist nur gespiegelt, ganz wertfrei sehen. Ja. Jetzt schreiben wir Ausländer raus und Nazis raus. Es spiegelt sich eigentlich nur, ich rede immer von Spiegelungen. Interessant ist, dass die 4 und die 9 zusammengezählt, die 4 und die 5 zusammengezählt, die 9 ergeben. Das ist der Spiegel in der Mitte. Das ist die 45, ist der Adam. Das ist der Spiegel, das ist der Reih. Da kommt der Schöpfer Gottes, in dem immer ein Vorher und Nachher. Da kommen wir zur Kamera Obscura. Das lasse ich jetzt aber gut sein, wir machen mal weiter. Er, das heißt, ich fordere von mir Geistesfunken, ich, rot. Ja. Dass ich als Protagonistenbrösel in mir selbst, so lange mit mir selbst Menschenaffenleben spiele, ich wiederhole, bis ich B, E-Quadrat im Kopf des Schöpfergottes, dieser Spiegel, dazu bereit bin. In mir sind diese Existenzen, die ich mir ausdenke. Meinen Brösel auf den Kopf zu verlieren und wieder, wie eine Generation, ein Reh zurückholen, absolut wach und selbstbewusst geworden, in mir selbst, zu mir selbst zurückfinde. Ja. Infinitus de Equadrat. Ja. Jetzt habe ich da ein bisschen ein Latein drunter gemacht. Das kann man jetzt leider nicht übersetzen, weil du warst ja als Brüssel, da habe ich keine Ahnung für solche Sachen. Ich kann ja nicht einmal richtig Hochdeutsch. Das ist sehr, du kannst ja mal die Mühe machen, irgendwie das selber zu übersetzen, wenn du das rausziehst. Das ist übrigens die Klammern, habe ich jetzt hier noch dazu gemacht. Der Rest, die kannst du weglassen, gehen Übersetzer rein, dann wirst du das sehen. Das habe ich rot gesetzt. Da steckt alles drin. So, und das ist jetzt der Text, den werde ich auch noch farbig setzen, aber wir hören jetzt einfach mal in das Lied rein. Ich lasse dazu übrigens das wird jetzt wahrscheinlich gesperrt, wenn wir das laufen lassen. Ich muss immer wieder, das ist deine Welt, wohlgemerkt nicht meine Welt. Na, ich lasse das, ich springe zurück, du kannst dir das ja anhören. Ja. Kannst du dir hier suchen? Wenn ich jetzt da reingehe, das wird jetzt also gesungen, ich habe so viele Dinge gemacht und gesehen, die anderen Leute mit ihm, die Toten des Meeres, gestattgewordene Erscheinungen genauso gemacht und gesehen haben. Aber die Leute, die ich meine, die ich im Verdacht habe, die über sich keine Macht haben, die nicht mal mehr in der Nacht schlafen, weil sie viel zu viele Ziele haben, weil sie viel zu wenig Liebe hatten. Ja. Ich bin einer von denen. Die Frage, das geht jetzt, das ist ein ganz, ganz obergeiler Text. Ja. Ein hammermäßiges Lied auch, wie es dargebracht wird. Ja. Das ist das Spiel. So. Wenn schonen, das ist eigentlich hier dieses Spiel, das du mit selbst spielst im Traum. Du kannst es keinen erklären, den du dir ausdenkst. Sag mal, du musst der Erste sein. Ja. Du musst der Erste sein und du kannst dein Leben, deswegen dieses Verrücktwerden, du kannst dein Leben ganz normal weiterspielen. Du wirst bloß merken, wie unendlich, dir wird immer mehr bewusst, wie unendlich geistlos die Menschen um dich herum sind. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, und da wirst du mit Sicherheit feststellen, wenn es einer wirklich verstanden hat, ist er mit Holofilien in Kontakt gewesen. Es tut weh, weil das Ego versucht, seinen Status, sein Wissen aufrechtzuerhalten. Und das ist genau das, was du abmachen musst. Dieses Haar. Immer wieder diese einfachen Metaphern, die ich wiederhole. Und wichtig sind die Spiegelungen. Dreh alles um 180 Grad. Alles, was bisher als gut und richtig erschienen ist. Das ist dieses Spiel, wenn ich das ein Beispiel, so unendlich grob und vereinfacht. Du schaust, was da ist. Das ist das Erste.
ist jetzt irgendeine Diskussion da, die du wertfrei beobachtest? Gleichgültig, ob du jetzt als Brüssel unter Brüssel mitdiskutierst oder ob das nur im Fernsehen Pixelmännchen sind, die über irgendein Thema diskutieren. Du kannst dich dabei beobachten, dass du bei gewissen Aussagen gewisser Antagonisten innerlich nickst und Beifall klatscht. Dass das deine Meinung ist, auch deine Meinung ist. Deine Meinung ist nicht deine Meinung. Es ist eine Änderung, es ist Schwamminhalt. Nochmal, dein ganzes Wissen hast du dir eingefangen wie einen Virus. Ja. Du konntest dir deinen Intellekt so wenig raussuchen, wie ein Computer sich sein Programm und sein Betriebssystem raussuchen kann. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Dein Geschmack, deine Logik ist extrem fehlerhaft und trügerisch. Dass sie fehlerhaft ist, kann ich immer wieder nur darauf hinweisen, jedes logische Denksystem, jede Logik, die im Widerspruch zu einem anderen System steht, ist fehlerhaft. Ich sage nicht richtig oder verkehrt. Das heißt, wenn jetzt in dir Menschen, Brösel auftauchen und dir irgendwas erzählen und das, was die äußern in deinem Traum, wohlgemerkt, und du bist derjenige, der das träumt, die können nur das äußern, was du träumst. Weißt du, diese tausendmal ich in diesen über 32 Tagen Selbstgesprächen darauf hinweise, ein Pinsel malt ein Bild, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht, ein Geist träumt, ein Computer lässt irgendein Programm laufen. Alles, was jetzt in Erscheinung tritt, gleichgültig, ob das ein Kugelschreiber schreibt, ein Pinsel malt, ein Computer aufwirft auf seinem Monitor, ist ein absolutes Dasein müssen. Ja. Diese Dinge können sich nicht raussuchen, dass sie so erschaffen werden, wie der eine oder der andere das erschafft. Ja. So, warum machst du dir an, ständig die Sachen, die du dir ausdenkst, wieso auch immer, ständig zu kritisieren und rumzunörgeln, die doch nur deshalb sind, weil du sie jetzt denkst und genauso sind, wie du sie denkst? Ja. Es ist so einfach. Es ist wirklich so einfach. Wenn dir das einmal bewusst ist, dass du dich über Deppen, über Politik, über Putin, über die Amerikaner, egal über was du dich aufregst, die ist gar nicht klar, dass das in deinem Kopf gar nicht existiert, wenn du es nicht denkst. Und wenn du es denkst, ist es genauso, wie du es denkst. Ja. Und alles wird so funktionieren. Eine Maschine wird so funktionieren, wie du dir das denkst. Aber du denkst es, weil du dir das Wissen eingefangen hast vom Hörensong wie ein Computer. Hätte man dir was anders erzählt, jetzt normal gesprochen, dann würdest du dir das anders denken. Genau. Deine Meinung ist eine Änderung. Es ist die Meinung deiner Lehrer, deiner Erzieher und deiner Vorbilder, die du geistlos, vollkommen geistlos nachäffst. Und wie das aussieht, und dann lasse ich es gut sein mit dem Selbstgespräch, ist ganz einfach, wenn ich jetzt immer wieder sage, komm zu mir, ich zeige dir in deinen Physikbüchern nahezu auf jeder Seite so eklatante Fehler, ich benutze mal das Wort Fehler, ja, dass jeder 13-Jährige, ich betone nochmal, ein 13-jähriges Kind mit einem Intellekt, das hier 13 Jahre ganz einfach in einer deutschen Volksschule oder Hauptschule, was genau, wie man jetzt sagt dazu, durchlaufen hat, keine mittlere Reife, gar nichts, kann mit hundertprozentiger Sicherheit erkennen, dass das niemals so gewesen sein kann oder so ist, wie das in Physikbüchern von deinen ganzen Deppenprofessoren geistlos rezitiert wird. Und cut! Ich maße mir jetzt an, meine Professoren an den deutschen Universitäten und Weltuniversitäten, die ich mir jetzt ausdenke, Deppen zu nennen, weil die nur Gedanken sind, die ich jetzt denke und die habe ich ganz bewusst so erschaffen, das sind für mich die fehlenden Führerscheinprüfungsbogen. Wenn du Geist bist, fängst du selber zum Denken an. Und dann wird dir das bewusst, ich verweise auf das letzte Selbstgespräch. Da schaust du mal, wie hat man eigentlich die Erdkugel vermessen? Da habe ich viele Sachen. Da kann man jetzt bis 240 vor Christus gehen, wo ein massiver Fehler ist. Jeder Professor rezitiert es. Dann können wir Sachen 1799, dass man hier diesen Quadranten vom Äquator bis zum Nordpol hat man ja auf einen Meter genau vermessen, bis sie dann festgestellt haben, dass sie sie um 0,02% vermessen haben. Und dann frage ich dich, wenn ich jetzt da 10.000 und bla bla bla, glaube ich, 966 Meter Länge angib, wo haben die am Äquator zu messen angefangen? Und jetzt stellst du dir einfach mal, denkst du dir, du wärst am Nordpol und dann hast du eine riesen weiße Fläche. Wo ist der genaue Mittelpunkt der Nordpol, dass ich das auf einen Meter genau anmessen kann? Das habe ich bewusst in einem Raum so erschaffen, dass du irgendwann einmal selber denkst, dass du merkst, dass jeder, der so eine Kacke rezitiert, dass es nur Figur in einem Traum ist, die einfach nur Scheiß von sich sabbert. Es ist alles ganz anders. Ja. Das ist das große Geheimnis der Welt und das erkläre ich dir mit Holofeeling. Und jetzt machen wir
Bitch.